Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wir feiern heute Himmelfahrt. Kommt, feiert mit. Ich lade Sie ein zum Gebet. Jesus, du Sohn Gottes, manchmal suchen wir dich in unserem Leben, aber wir stoßen nur auf Leere. Manchmal rufen wir dich und wir bekommen keine Antwort. Manchmal fühlen wir uns verlassen, einem verschlossenen Himmel gegenüber. Ich bitte dich, finde uns. Sprich in unser Herz, tröste uns mit deiner Nähe. Amen. Bei Himmel denke ich in erster Linie an meine Mutter. Bei Himmel denke ich an zweierlei Sorten von Himmel. Das eine, der Himmel, wo man mit dem Flugzeug herfliegt, und zum anderen aus geistlicher Sicht gesehen, der Himmel, ja, bei dem ich mir wünsche, dass ich da mal eines Tages sein werde. Also bei Himmel denke ich an Freiheit. Das macht gute Laune. Oh.
Wir beten mit den Worten aus Psalm 47. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, begrüßt Gott mit fröhlichem Jubel. Denn der Herr ist der Höchste. Er bringt die Menschen zum Erschrecken. Er ist ein großer König über die ganze Welt. Völker wird er uns unterwerfen und Nationen legt er uns zu Füßen. Er bestimmt das Land zu unserem Erbbesitz. Es ist der ganze Stolz Jakobs, den er liebt. Unter festlichem Jubel ist Gott hinaufgezogen. Hörner erschallen beim Einzug des Herrn. Singt für Gott und musiziert. Singt für unseren König und musiziert. Denn Gott ist König über die ganze Welt. Singt bei seinem Einzug ein vollkommenes Lied. Gott hat seine Herrschaft über die Völker angetreten. Er hat Platz genommen auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt als ein Volk unter dem Gott Abrahams. Denn Gott unterstehen die Schutzherren der Erde. Er steht hoch über der ganzen Welt. Amen. Der Himmel ist eigentlich immer nur in meinen Gedanken, nicht real da außen. Der Himmel ist, der kann auch hier schon sein. Ja, der Himmel. Ich glaube, der ist überall. Steht im Brief an die Christen in Ephesus. Ich lese aus dem Kapitel 1, die Verse 20 bis 23. Gott hat seine Macht auch an Christus wirksam werden lassen. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt, im Himmel, hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen und über alle Namen, die man anruft, nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der kommenden. Und er hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Christentum hat so seine Probleme mit dem Obensein. Ich glaube von Anfang an. Wenn man sich anschaut, mit wem Jesus so unterwegs gewesen ist, auf wen er zugegangen ist, für wen er sich interessiert hat, das sind eher nicht die Leute, die oben gewesen sind. Das sind eher die Leute gewesen, die unten gewesen sind. Und Obensein, das hat ja auch so seine Probleme. Obensein kann heißen, dass jemand abgehoben ist. Dass er gar nicht mehr registriert, was da unten so los ist. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, in einem Wahlkampf in Großbritannien ist ein Politiker gefragt worden, was Butter kostet. Er konnte es nicht sagen. Und so hat er sich entlarvt als einer, der offenbar ganz oben ist und der keinen Blick dafür mehr hat, wie das Leben für andere Leute ist. Oben kann heißen, dass ich mich dafür nicht interessiere, wie andere sind. Und dass ich mich nur für meine eigenen Privilegien interessiere und für das Leben der Elite. Himmelfahrt, das ist ein Obentag. Jesus Christus ist oben, ganz oben. Aber er ist oben nicht in diesem abgehobenen Sinn. Er ist auch nicht oben im Himmel, so wie das offenbar Juri Gagarin verstanden hat, der russische Kosmonaut, der als erster Mensch ins Weltall geflogen ist und dann wieder zurückgekommen ist und dort oben sich umgeschaut hat und gesagt hat, hier oben ist kein Gott. Das Wort Himmel, das haben die Alten, die uns die Geschichte von Jesus überliefert haben, in einem ganz bestimmten Sinn gebraucht. Himmel hieß der Bereich, wo wir Menschen nicht hinkommen können. Und es lag nahe, da von Himmel zu sprechen, denn damals konnten Menschen tatsächlich nicht zum Himmel. Sie konnten nicht fliegen. Himmel ist der Bereich, wo Menschen keinen Zugang haben, keinen Zutritt, wo sie nicht hinkommen können. Himmel, das ist naheliegenderweise dann der Bereich Gottes, weil wir Menschen zu Gott eigentlich von uns aus keinen Zugang haben. Dass Jesus Christus ganz oben angekommen ist, im Himmel, das heißt, dass er von Gott vorgesehen ist als letzte Instanz. Über alle Mächte, über alle Gewalten, über alles, was hier einflussreich sein will, ist Jesus Christus gesetzt. In der letzten Zeit hat es eine Auseinandersetzung gegeben zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht. Ein Streit darüber, was eigentlich eine Zentralbank tun darf, um unsere Währung, um den Euro zu retten. Und die beiden Gerichte haben da unterschiedliche Auffassungen. Jetzt ist die Frage, ja, was gilt denn dann? Wessen Urteil gilt? Und in dieser Auseinandersetzung habe ich in einem Interview gehört, dass ein Politiker gesagt hat, jede Rechtsordnung braucht die Möglichkeit einer letzten Klärung. Das hat mir eingeleuchtet für eine Rechtsordnung. Es muss eben klar sein, was gilt denn nun? Diese Notwendigkeit einer letzten Klärung, die besteht aber, glaube ich, nicht nur für Rechtsordnungen. Die besteht auch für uns Menschen selbst. Denn es gibt eine ganze Reihe Dinge in unserem Leben, die eben oft nicht geklärt sind. Und das wird uns besonders da deutlich, wo Dinge nicht zusammenpassen. Ich glaube, jeder von uns erzählt über sich selber Geschichten. Wenn wir uns jemandem vorstellen oder auch wenn wir sagen, was heute gewesen ist, erzählen wir Geschichten über uns. Manche von diesen Geschichten sind ganz kurz, andere Geschichten sind sehr lang. Zum Beispiel, wenn wir erzählen wollen, jemanden, den wir getroffen haben, wo die Bekanntschaft neu ist, was für einer wir sind, was so hinter uns liegt. Oder wenn wir jemandem erzählen wollen, wie es dazu gekommen ist, dass wir die sind, die wir heute sind. Wir erzählen Geschichten. Manche sind ausgearbeitet, manche entstehen einfach so erst beim Erzählen. Aber es ist immer unsere Geschichte über uns. Und andere erzählen andere Geschichten über uns, weil sie manche Dinge anders erlebt haben oder weil sie mit anderen Augen auf das schauen, was da passiert ist.
Manchmal liegen die Geschichten ziemlich dicht beieinander. Man kann gut damit leben, dass der eine ein bisschen so erzählt und der andere ein bisschen anders. Aber immer wieder liegen die Geschichten auch ganz schön weit auseinander. Manchmal so weit, dass es weh tut. Denn die Geschichten über uns, die erzählen ja nicht nur, was irgendwann einmal gewesen ist und damit gut so, sondern sie erzählen ja immer auch, wer ich bin. Oder wer ich in den Augen von einem anderen Menschen bin. Was mache ich, wenn Geschichten weit auseinander liegen? Ich kann zum Beispiel versuchen, meine eigene Geschichte einfach lauter zu erzählen, damit ich mich durchsetze gegen die anderen Geschichten. Oder ich kann versuchen, Leute dazu zu bringen, dass sie meiner Geschichte glauben und nicht dem, was andere über mich erzählen. Ich kann versuchen, mir selber einzureden, dass meine Geschichte schon stimmt. Aber vielleicht bleibt doch immer auch der Zweifel, dass es ein bisschen anders sein könnte mit mir. Ich jedenfalls kenne diese Unruhe. Ich kenne die Unruhe in mir, dass ich mich manchmal frage, welche Geschichten stimmen denn nun eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Und auch, wo gehöre ich eigentlich hin? Klar, ich bin Christ. Ich gehöre zu Gott oder ich möchte zu Gott gehören oder ich möchte zumindest manchmal zu Gott gehören. Denn es gibt ja auch anderes in meinem Leben. Es gibt andere Zugehörigkeiten und Anhänglichkeiten. Anderes Tun, anderes Wollen, anderes Urteilen. Wo gehöre ich denn nun hin? Jesus Christus ist oben, ganz oben. Das heißt, er klärt abschließend, wer ich bin und wo ich hingehöre. Du gehörst zu mir. Wenn du das willst, dann gehörst du zu mir. Und kein anderer und nichts anderes hat irgendeinen Anspruch mehr auf dich. Niemand sonst kann und darf dir sagen, wer du bist und wo du hingehörst. Übrigens, auch du selber kannst das nicht. Das darf nur Jesus Christus, das darf nur die höchste, die letzte Instanz. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen ein lebensfernes, ein weltfremdes Oben? Das ist so einer der Vorwürfe gegenüber Christen und dem christlichen Glauben, dass er so wahnsinnig viel über das Jenseits rede und so wenig über diese Welt. Ich glaube, dass mit dieser Gewissheit im Herzen, mit dieser Freude und mit dieser Hoffnung, dass Jesus Christus letztlich entscheidet, wer ich bin und wo ich hingehöre und dass er so gut und so freundlich für mich entscheidet, dass ich mit dieser Hoffnung eine enorme Freiheit für dieses Leben habe, eine enorme Freiheit gegenüber der Welt, die mich umgibt. Denn sie ist mit all ihren Urteilen und meine eigenen Urteile eingeschlossen, vorläufig. Alles das, was mir hier an Zwängen und an Bindungen begegnet, das ist auch vorläufig, das hat keine letzte Macht über mich. Das, was ist, ist nur das, was jetzt ist und nicht das, was sein wird. Oben ist entschieden worden und unten kann ich froh und getröstet leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, oben, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn, unserem Heiland. Amen. Ist wie ein Meer ohne Wasser.
Eine Erde ohne Himmel ist einfach trist und leer und traurig und dunkel. Ja, eine Erde ohne Himmel, das geht gar nicht. Das ist für mich nicht vorstellbar. Wir wollen zusammen für uns und für andere beten und zwischen den Bitten mit den Worten einstimmen: Herr, erhöre uns. Wir bitten für alle, die gerade krank sind, für alle, die gerade um das Leben von anderen kämpfen, für alle, die daran arbeiten, dass die Macht des Coronavirus gebrochen werden kann, für uns alle, dass diese böse Last aus unserem Leben verschwindet. Wir rufen: Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die jetzt in der Politik verantwortlich Entscheidungen treffen müssen und die so vielen Erwartungen ausgesetzt sind, dass sie mit Ruhe und Besonnenheit beraten und beschließen können, dass sie der Rechthaberei und der Eitelkeit widerstehen können. Wir rufen: Herr, erhöre uns. Für alle, die in den Kindertagesstätten und Schulen Kinder und Jugendliche betreuen, unterrichten und begleiten, dass auch unter den schwierigen Bedingungen Bildung und Erziehung gelingen können, dass auch unter Mundschutzmasken wieder gelacht werden kann und dass bei allem Abstand Nähe und Freundlichkeit gelebt und erlebt werden können. Wir rufen: Herr, erhöre uns.
Für alle, die in Alten- und Pflegeheimen leben und die ihre Familien und ihre Lieben vermissen, dass sie bald wieder in die Arme geschlossen werden können. Auch für die Angehörigen bitten wir, die sich Sorgen machen und die unter der Trennung leiden. Wir rufen, Herr, erhöre uns. Für alle, die in ihren Familien gerade an ihre Grenzen kommen und die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, dass sie Hilfe bekommen, wenn sie sie brauchen, dass Konflikte ohne körperliche oder seelische Gewalt gelöst werden können, dass Versöhnung gelingen kann, dass sie einander wieder als Segen aus Gottes Hand erleben können. Wir rufen, Herr, erhöre uns. Für die Kirchen in der ganzen Welt und auch in unseren Dörfern, dass wir nicht aufhören, Erde und Himmel zu lieben, dass wir uns untereinander als Geschwister helfen und stützen können, dass wir für andere so sein können, wie sie uns brauchen. Wir rufen, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen um einen geliebten Menschen trauern, weil sie jemanden hergeben mussten, weil sie vielleicht nicht Abschied nehmen konnten, weil sie vielleicht weinen über verpasste Gelegenheiten und ungenutzte Zeit. Gott, erweck und erhalte in ihnen den Glauben, dass dir keiner verloren geht, den du lieb hast. Wir rufen, Herr, erhöre uns. In der Stille beten wir für alle, die uns gerade besonders wichtig sind. Wir rufen, Herr, erhöre uns. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten von Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es folgen noch ein paar Bekanntmachungen. Auch heute gibt es wieder tolle Aktionen. Eine dieser Aktionen findet hier in Malsfeld in der Kirche statt, für Kinder und Erwachsene. Sie können sich heute Gasluftballons abholen und diese fliegen lassen. Den Sieger dieses Wettbewerbs werden wir am 27. September zum Erntedankfest verkündigen. Außerdem findet in der Kirche Beisefort wieder einiges zum Basteln statt. Sie können sich dort Material zum Basteln von Windlichtern abholen. Die Kirchen in unseren Dörfern sind wieder als offene Kirchen für Sie da. Sie laden ein zum Einkehren und Gebet in der Stille. In der Kirche in Malsfeld wird es ebenso Stationen fürs Gebet geben. Sie sind dort entsprechend aufgebaut. Ein herzlicher Dank gilt an die Kirchenmusik, an Wolfgang Herwig und Karin Lux für die Lesungen und Gebete. Und allen Mitwirkungen in den Videos danken wir besonders. Auch der Technik Thomas Simon und Sascha Holzauer. Die Kollekte ist gedacht für Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen in unserer Landeskirche zum einen und Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unserer Gemeinde. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Natürlich gibt es im Himmel kein Coronavirus. Im Himmel ist alles perfekt. Da gibt es keine Tränen mehr, keine Traurigkeit mehr, keine Krankheiten mehr.
eigentlich nur Freude und schöne Dinge. Ja, was soll denn anders sein im Himmel? Mir fällt spontan eigentlich gar nichts ein. Grundsätzlich bin ich recht zufrieden. Vielleicht wäre es schön, ein bisschen mehr Toleranz allen gegenüber. Das vermisse ich hier manchmal. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.